da wo er ist. Okay. Dann einmal hier durch. Vorsicht, da oben stehen Typen. Ja, wenn man mit der Waffe nicht trifft, dann ist man ein bisschen gestunt, ja. Ja, und Schild. Ich jetzt nicht. Wie gesagt, wenn man mit der Waffe nicht trifft, ist man ein bisschen gestunt. Oh, Glück gehabt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber, okay. Ja. Einmal pariert. Und dem geben wir es. So, wunderbar. Hier eine Kiste, da sind glaube ich Brandbomben drin. Brauchen wir nicht, aber schön, dass es sie hier gibt. Nutze ich in dem Game auch nie. So, jetzt kommt ein bisschen eine schwierigere Stelle. Dann nehme ich wieder mein Grumsaber. Weil die ist schon ziemlich nervig. Ich hoffe, dass der eine mir nachkommt. Okay, so. Gefällt mir sehr gut. Niedriger Helm. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, versteckte Keule rein. Und einmal hier hoch. Ich weiß nicht, ob die in dem Game eigentlich eine Musik auch sein sollte. Ich habe nämlich keine. Ich habe es ziemlich runtergedreht. Vielleicht passt sie eigentlich eh so, ich habe keine Ahnung. Ganz vorsichtig. So kann man nicht anschleichen. Ich schleiche mich immer bei dem ersten an. Treffen mich die anderen nicht mit den Brandbomben. Ja. Dafür mit ihren Waffen. Ja, ist jetzt nicht so tragisch. So, einmal hier in, das Anwesen. Dafür braucht man den Schlüssel nicht. Also da kommt man auch mit dem Key hinein. Mit dem Master Key. Goldharz, wunderbar. So, dann geht's hier hoch. Hier steht ein Schütze. Den töten wir mal. So, jetzt holen wir uns da die Typen mal langsam rauf. Es kommt im Prinzip der Speertyp auch noch daher. Aber der ist so langsam. Dass ich in der Zwischenzeit eigentlich, ja. Okay. Da unten ist unser erster richtiger Gegner. Ein Schwarzritter. Ich versuche ihn zu backsteppen. Es wird nicht einfach. Gelingt mir eigentlich auch nie. Ah ja, sehr schön. Okay, und ab nach oben. Hier ist ein bisschen... Ja, hier ist ein bisschen zu eng. Hier, da geht's schon. Das ist ganz okay. Schild raus. Wenn uns trifft... Genau wieso? Es ist nicht so. Ja, das war's. Okay, ich hab's ein bisschen übertrieben. Ja, ich fail oft ein bisschen. Also es ist ein bisschen heftig, ja. Ich hab's manchmal drauf, dass ich es richtig faile. Jetzt mache ich das Ganze nochmal, jetzt sterbe ich wahrscheinlich auch noch. Sterbe ich wahrscheinlich auch noch, bis ich bei ihm bin. Ja. So. Na dann, auf geht's. Hier rein.
der nervt. Okay. So. So, auf ein neues. So, war die Waffe. Die sind mir eigentlich egal. Und mit viel Glück schaffe ich das meistens eh einigermaßen. So, der ist auch tot. Der Bogenschütze, der ist ganz wichtig, den muss man unbedingt töten. So, tot. Geht relativ schnell. So, jetzt locken wir die mal gemütlich hier hoch. Ich will jetzt nicht unnötig. Schlagen wir den mal zu Brei. So, jetzt kommt der da. Noch tot. So, und jetzt holen wir unseren Schwarzritter wieder. Hat natürlich auch wieder volles Leben. Ich verzichte auf Heilung, das wird schon irgendwie funktionieren. So, jetzt haben wir sogar schon 2000 Seelen. Ziemlich praktisch, wenn man stirbt, einigermaßen. So, ja, einmal backsteppen. Sind hier gut. So, jetzt hauen wir uns auf ein. Jetzt gehen wir auf ein bisschen größeres Gebiet. Oder? Na, oh ja. Gehen wir hierher. Das ist ein schön großes Gebiet. Da kommt er schon. Er dreht sich immer. Das ist ein bisschen nervig. Also, was mir noch aufgefallen ist, bei Gegen, die links, Rechtshänder sind zum Beispiel, ist es leichter von der rechten Seite in den Rücken zu kommen als über das Schild. Was das für einen Grund hat, das kann ich nicht sagen. Aber ich finde ganz okay. So. Okay. Immer noch ein Backstep. Das ist sicher tot. So, ein grauer Brocken. Tja. Schwert wäre ja ganz okay gewesen, wenn er das gedroppt hätte. Aber okay. Gut, hier hoch. Hier ist eine Falle, aufpassen. Kommt, sobald man da bei dem ausgehöhlten Ding ist. Einmal blocken. Oh, zweimal draufschlagen, tot. So. Wir könnten jetzt eigentlich da hinuntergehen. Da ist unser, da ist ein lieber, ein riesig großer Ritter, also ein ziemlich starker. Ach, zu dem will ich aber noch nicht. Ich will vorher fast gefailt, dieser Echsenjäger. Ja, also ich will jetzt unbedingt nicht den Ritter da unten legen. Obwohl, ja, es dauert zwar ein bisschen. Ich kenne aber die Taktik. Also ich kenne die Taktik von dem. Das heißt, wir machen das jetzt mal. Da heile ich mich aber. Weil das ist ein ziemlicher Brocken. Also ich habe die Taktik dazu. Ich weiß zum Glück, wie er geht. Sage ich jetzt mal. So, jetzt muss kurz schauen, wie spät es ist. Okay, 8:50 Uhr. So, Vorsicht, der ist ziemlich heftig. Wenn der uns einmal trifft, Ausdauer weg. Das war's. Ja, 38 Schaden. Das ist jetzt natürlich. Das ist jetzt natürlich die Welt. Das ist heftig. Wird ein bisschen dauern, meine lieben Freunde. Ich weiß leider nicht mehr die Schwachstelle dieser Rüstung. Die kann man in dem Game auch mal kriegen. Okay, einmal schön weg hier, weil das könnte jetzt einfach blocken an den Rand und einmal backstep. Blocken, hinlaufen, einfach hinlaufen und dann
ja, ein bisschen seitlich auf und dann trifft einen nicht. Aufpassen, dass man nicht zu seitlich läuft. Mit dem Hinlaufen triggert man nämlich, dass er herschlägt, ja. Also wenn man neben ihm stehen bleibt, kann passieren, dass er dann das Schild hochnimmt oder sonstiges. Aber mit dem Hinlaufen triggert man den Schlag ziemlich gut. Ja, wie gesagt, dauert ein bisschen, aber er droppt wirklich einen verdammt... Oh, schaut, das war zum Beispiel zu viel. Er droppt einen verdammt guten Ring. Den Havels Ring, so wie er eben heißt. Ja, das meine ich. Und jetzt? Das wäre fatal. Also jetzt hätte er uns getötet, wenn ich nicht ausgewichen wäre. Das ist egal, ob du dann... Das ist egal, weil du hast keine Ausdauer mehr. Du kannst es nicht mehr blocken. Aber wie gesagt, man kann auch... Also man, er muss jetzt die Waffe nicht zweihändig nehmen. Er kann auch mit einhändig mit der Waffe hinschlagen. Genauso stark. Er hat dann aber Schild in Hand. Man kann aber trotzdem... Okay, das war knapp. So, Schild und hinlaufen. Oh, jetzt hat er uns wieder getroffen. Und seitlich weg. Das kann man ausnutzen. Wenn man sich's traut, kann man es ausnutzen. Ausnutzen und gleich einen Backstab mitten nachgeben. So. Da ist jetzt eine Nachricht aufgetaucht. Das ist von einem Spieler. Das sehen wir uns also aber nicht an. Das kann ich jetzt nicht wirklich gebrauchen. Siehst du? Also, wenn er einhändig zuschlagt, dann setzt er nicht nochmal nach. Dann hat er die Kraft einfach nicht. Zweihändig macht er es. Aber ja. Schau, also nur die Hälfte. Es geht dann eh flott voran, das Ganze. Okay, weg. So. Ah, er hat schon wieder gelaufen. Das ist ein bisschen bitter. Jetzt funktioniert es leider nicht. Aber da. Ja, was soll ich alles erzählen? Der ist... Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Der ist jetzt nicht so lustig, der Gegner. Aber ist auch einerseits ein bisschen eintönig. Überhaupt, weil wir danach den ersten Boss legen. Also das da ist er gar nicht. Das ist einfach nur so ein Typ. Einfach nur so ein Typ. Ich schätze mal, er ist trotzdem... Er ist auch hollowed. Aber trotzdem, er ist einfach so ein Typ. Okay, weg von ihm. Ja, wenn wir ihn normal schlagen, machen wir 13 Schaden. Ja, wenn er Schild hat. Okay. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt gemacht hat. Einfach mal weg von ihm. Und jetzt nach hinten. Nein, weg. Oh, das war sehr heftig. Das hätte uns jetzt... Ja, das war's. Okay, ich habe jetzt mal gezeigt, wie es nicht geht. Das ist jetzt sehr bitter. Ja, ich werde es gleich nochmal wiederholen. Keine Ahnung. Ich zeige es euch nochmal. Ja. Okay, ja, ich habe kurz die Aufnahme gespielt, weil ich ein SMS schreiben wollte. Das müsst ihr jetzt euch hier nicht antun. Ja, das hat schon mal... funktioniert. Nämlich gar nicht. Okay, der kriegt's nicht mit. Okay, weiter geht's. Die zwei, also die drei Typen wieder. Gut, der ist tot. Der schlägt her und stirbt. So. Jetzt kommen noch die schwereren drei Typen. Und dann war es das eigentlich. Okay, weg hier. Bisschen Ausdauer regenerieren. Ja. Den backstepp ich mal. So. Aua. Da steht oben einer. Der wirft das auch auf mich herab. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Können wir aber nichts machen. Er kommt aber auch nicht runter. Also, er bleibt da oben stehen. Okay, ich nehme es wieder zurück. Er kommt doch runter. So, was sein Problem, nicht meines.
So, jetzt holen wir uns den Typen da wieder hoch. Und dann geht's nochmal zu Habel. So, jetzt warten wir noch, bis der Typ herkommt. Ich habe nämlich nicht unbedingt Bock, dass jetzt der da oben auch gleich runterkommt. Der schaut schon so. So, kurz. So, tot. Hans, da kommt er so, da kommt er schon. Oh ja, das war großes Kino. So. Jetzt können wir eigentlich gleich. Ah, kleine Scherbe, sehr gut zum Waffen aufbessern. Sehr schön. So, die Echse kommt nicht mehr. Die können wir uns sparen. So, wir haben jetzt eine Menschlichkeit. Ich habe keine Ahnung, wo die her ist, aber okay. Ja, auf geht's. Nochmal runter zu ihm. Jetzt sehen wir zu, dass wir unser Ziel haben. Das sind jetzt doch schon einige. Die wir jetzt nicht unbedingt verlieren wollen. Ja, das wäre schon wieder fast zu weit gewesen. So, wir backstabben ihn. Und jetzt geht das Spiel hier vorne los. So. Die Seelen haben wir, sind jetzt schon fast 4000. Natürlich bitter, wenn man das jetzt verlieren würde. Oh, vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Ja, ich habe das. Also, ich kann jetzt ein bisschen was von meiner Dark Souls-Karriere jetzt eigentlich schon im Prinzip erzählen. Das Ganze jetzt schon einen Monat oder zwei, nein, einen Monat fast. Also lange habe ich es noch nicht. Das ist richtig geil. Mein erster Char war eigentlich ein Villager. Ich habe mir an Klumat habe ich mir ein Beispiel genommen. Der hat das so gut gemacht. Da habe ich einfach mal Wille geskillt anstatt irgendwas anderes. Mein zweiter Char war dann, also ist jetzt der erste Char, der hat gerade mal. Da habe ich mir gedacht, mache ich mit dem die Platin-Trophäe. Der ist aber. Ja, der hat es gerade mal bis in G Plus geschafft. Ich glaube, das ist halt das erste. Er hat es bis in G Plus geschafft. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, das war jetzt bitter, wenn er uns getroffen hätte. Er hat es bis in G Plus geschafft. Der erste. Ja, wenn er das macht, kann man es riskieren. Der erste hat es nur bis NG Plus geschafft, aber nicht weiter. Also er hat dann ja, im NG Plus gleich wieder aufgehört. So, Vorsicht. Der zweite, ja, der zweite war dann. Ich wollte eigentlich ein Dex-Int-Bild machen, wegen der großen Kristallwaffenverzauberung. Oder wegen der Kristallwaffenverzauberung eben. Habe ich mir dann aber. Spart und habe dann trotzdem wieder auf Wille geskillt. Ja, weil einfach das Farmen von Seelen oder Menschlichkeit mit Int einfach so viel leichter geht, also mit Phase einfach so viel leichter geht. Und hab dann somit einen Dex Phase geskillt. Dachte ich, skill noch ein bisschen Int danach hoch, was mir dann gekommen ist, dass es sinnlos ist, weil ich es nur für die Waffenverzauberung verwende. Und da ich bei Face auch zwei Waffenverzauberungen habe, wenn ich halt im richtigen Eid bin. So, hallo. Entschuldigung. Ich hoffe, das hat jetzt niemand mitgekriegt. Wo war ich jetzt? Ja, das Leben geht ja so viel leichter. Und ich hab doch, wenn man im richtigen Item ist, hat man eh zwei Wunder für die Waffenverzauberungen. Das passt eh wundervoll. Und ja, jetzt aufpassen, dass er uns nicht trifft, weil jetzt ist er fast tot. Wow, das war schon wieder knapp.
So, jetzt kurz weg und hin. Ja. Wenn du so einfach herumstehst, werde ich dich angreifen. Ja, und der zweite, also der hat dann wirklich Platin gemacht. Der hat dann alle Zauber, alle Wunder, alles was geht. Sogar, also ich weiß nicht, ob beim DLC auch so viel geht, aber er hat auf jeden Fall jede Waffe, jeden Zauber, alles was halt so geht. Rüstungen weiß ich nicht. Ist mir aber auch ziemlich egal. Und der hat wirklich Platin, also ich werde jetzt hier keine Platin-Trophäe machen. Ich zeige zwar vieles, was geht, wie es geht und so weiter. Aber Platin mache ich mit dem jetzt nicht. Das ist eher so ein Let's Play, das eben bis Ende plus. Also ich versuche halt bis Ende. Also einfach mal das erste Mal durchzuspielen. So, das war's. Er ist tot. 3010 und sein Ring. Den werden wir auch gleich nutzen. Und jetzt kommt es mir gerade. Wir müssen nochmal zurück. Den schwarzen Ritter, den wir da angegriffen haben. Hoppla. Jetzt können wir aber auch eine schnelle Rolle wieder machen, weil eben der Habelsring erhöht unser Ertraglast um einiges. Ja, der Ritter, den wir vorher getötet haben. Also nicht Habel, sondern einen anderen. Er hat ja was bewacht. Der steht ja nicht ohne Grund. Unten. Zumindest halt der nicht. Schade. Also zum Beispiel, der respawnt hier nicht mehr. Also der kommt nicht mehr. Aber der bewacht hier was, ja. Und zwar einen blauen Tränenstein. Der verstärkt unsere Verteidigung, wenn wir wenig Leben haben. Ja. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Erklärt sich fast von selbst. So. Jetzt ist Boss-Time. Das heißt, einmal Unterbrechung und dann zeige ich euch, wie der erste Boss geht, ja. Bei dem Boss werde ich wahrscheinlich keine eigene Folge machen, weil das wird, glaube ich, jetzt nicht so lange dauern. Aber, alles dann. Also, wir sehen uns dann gleich wieder im Boss-Video. Und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß und tschüss.